Heute auf Orbital Plausch. Was gibt's Neues von Virgin Galactic? Starlink 28 rückt immer näher und OneWeb, Ariane Space, ist wieder mit dabei. Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Hallo und willkommen auf Orbital Plausch. Mein Name ist Thorsten und wir schauen uns heute an, was es Neues in der Raumfahrt gibt. Jetzt haben wir natürlich immer eine Menge über SpaceX geredet. Aber daneben gibt es natürlich noch ein paar andere Firmen, zum Beispiel Virgin Galactic. Virgin Galactic hat mit seinem Spaceship 2 eine weitere Möglichkeit im Petto, Dinge zum Testen, aber natürlich auch Menschen ins All zu bringen. So auch am letzten Samstag, dem 22. Mai. Hier haben sie ihrem Raumfahrzeug mal wieder einen neuen Test spendiert. Das heißt, sie wollten schauen, ob die ganzen Veränderungen, die sie eingebaut haben, sei es jetzt an den Steuerungsgeräten oder aber an der Aerodynamik, gefruchtet haben und das gute Stück genauso fliegt wie bestimmt. Sprich natürlich, bevor zahlende Passagiere mit ihm starten dürfen. Die Technik dahinter ist auch ganz spaßvoll. Normalerweise hat man ja eine Rakete, die man einfach den Boden stellt, anzündet und die geht hoch in das Weltall. Hier macht man es ein bisschen anders. Das Spaceship 2 ist ein bisschen vergleichbar mit dem Space Shuttle. Allerdings hängt man Spaceship 2 unter ein sogenanntes Trägerschiff, was es erstmal in eine bestimmte Höhe, nämlich von 13 bis 15 Kilometern bringt, dort ausklingt und erst dann startet das Spaceship sein Triebwerk und fliegt damit auf einer Höhe zwischen 90 und 100 Kilometern. Da hat man dann auch endlich mal Schwerelosigkeit. Das ist ja das, was wir alle wollen. Sprich, man kann entweder die tolle Aussicht genießen oder aber mit seinen Experimenten starten. Bevor es dann wieder runtergeht, dann sagt so ungefähr nach 6 Minuten ist das ganze Ding durch und dann wie ein ganz normales Segelflugzeug, weil Passagierflugzeuge haben ja ein Triebwerk, also eher ein Segelflugzeug, wie die damit wieder auf dem Spaceport America in New Mexico landen. Das Ganze hat allerdings noch einen kleinen Haken momentan. Wer damit fliegen will, muss sich mit Preisen um die, 250.000 Euro zufrieden geben. Beziehungsweise, also das ist natürlich eine Menge mehr, als ich in meinem Portfolio drin habe. So, jetzt kommen wir doch wieder zurück zu SpaceX. Starlink ist das neue Thema. Nein, eigentlich das alte. Die bestehenden Starlink-Satelliten werden mal wieder ein bisschen ergänzt. Das heißt, am 26.05. bis so gegen 9 Uhr abends bei uns eine neue Falcon 9 gestartet. Das heißt, nein, natürlich nicht bei uns, sondern in Amerika, aber wir können zuschauen. Starlink 28 ist dafür der Projektname und wir hätten dann, wenn das alles so klappt, wie sich die Macher das vorstellen, ungefähr 1600 Satelliten in der Erdumlaufbahn. Das sind zwar gerade mal erst 10% von dem, was man so für die erste Charge geplant hat, aber das reicht schon aus, um bei den entsprechenden Tests auch hier in Deutschland schon ziemlich positive Ergebnisse einzufahren. Was ich bis jetzt gehört habe, waren: der Datendurchsatz ist ziemlich gut, die Reaktion oder die Geschwindigkeit ist relativ gut und die Leute sind zufrieden, zumindest da, wo sie vorher nämlich noch kein Internet hatten. Sprich, für alle Leute, die in Ballungsräumen leben, wo es einen guten Ausbau der Internetinfrastruktur gibt, da braucht man sowas da nicht, weil ihr zahlt 90 Euro dafür, dass ihr damit spielen dürft. Wenn ihr aber in einem Ort seid oder in einem Gebiet seid, wo es eine schlechte Internetanbindung gibt, dann ist das, glaube ich, etwas für euch, wenn euch allerdings auch die Startgebühren von 500 Euro für, die Grundsatellitenschüssel und alles, was man dafür braucht, um loszulegen, wenn euch das nicht wehtut. Wenn man gar kein Internet hat, glaube ich, ist einem alles recht und dann verstehe ich es auch, dass man das tut. Ansonsten schauen wir mal in die Zukunft rein, ob der Preis wirklich so stabil ist, wie man sich das aktuell gerade so vorstellt oder ob sich da nochmal was geben wird. Ja, aber da gibt es natürlich auch noch Mitbewerber. Wir haben zum Beispiel das OneWeb von Ariane Space. Das wird jetzt ebenfalls erweitert werden. Das heißt, mit OneWeb 7 wird am 27. Mai, um 7:45, glaube ich, ist das unserer Zeit, eine Soyuz 21B in den Himmel geschickt. Und mit den Satelliten, die man dann aussetzt, ist man bei ganzen 218 Stück. Wir
denken da an SpaceX, sind ein paar mehr. Aber die Jungs und Mädels, die brauchen auch nicht so viel dafür. Denen reicht insgesamt 640 oder 650 Satelliten aus, um ihr gesamtes Netz nachher bestehen zu lassen. So dass es funktioniert. Dazu sind allerdings noch ein paar Starts nötig oder notwendig. Man hat auch schon bei den russischen Kollegen entsprechende Flüge gebucht, sodass bis Ende nächsten Jahres alle Satelliten in der Umlaufbahn sein werden. Was der Spaß kostet, ab wann man es testen kann, wissen wir noch nicht, aber wir halten euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Ja, schauen wir doch einfach mal rüber jetzt nach Boca Chica. So zum kleinen Abschluss. Da steht SN15 immer noch auf der Startplattform B. Wartet eigentlich darauf, starten zu dürfen, aber daraus wird das erstmal nichts. Man hat im guten Stück die drei Triebwerke ausgebaut, die werden wahrscheinlich jetzt überprüft werden und nach vielleicht der einen oder anderen kleinen Reparatur wieder dran gebaut. Dann gibt es wahrscheinlich erst einmal einen ganz kurzen Testlauf und dann können wir vielleicht mit einem neuen Startversuch rechnen. Das ist natürlich echt cool zu sehen, das gleiche Spaceship startet zweimal und kommt dann hoffentlich auch zweimal wieder zurück. Wäre natürlich ein extremer Erfolg für die SpaceX-Leute. Aber ich gehe, wie gesagt, nicht davon aus, dass das Ding vor Ende nächster Woche irgendwie starten wird. Ansonsten der Integrationsturm oder Integration Tower, wie die Amis das gute Stück nennen, nimmt auch immer mehr Gestalt an. Weitere Segmente sind ja in der Vorbereitung oder sind auch schon fertig. Und eines davon wurde jetzt auch schon mal angeliefert. Das heißt, einer dieser großen Liebherr-Krane wird das gute Stück wahrscheinlich in den nächsten Tagen anheben und den Kran damit weiter erweitern. Ja, auch nett, weiter erweitern. Okay, aber macht nichts. Das Wichtige ist, auch da geht's voran. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns auf einen Daumen hoch und natürlich einen Gruß von euch in den Kommentaren. Wollt ihr weitere Infos rund um SpaceX und andere Neuigkeiten aus der Raumfahrt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und mit einem Klick auf die Glocke verpasst ihr auch zukünftig keine Videos oder Livestreams mehr. Alle Quellen habe ich wie immer euch in die Beschreibung oder in dem Video gepackt. Und unseren besonderen Dank geht natürlich an das Team von Virgin Galactic, Blue Origin, die diesmal nicht vorkam, aber NASA Spaceflight, ganz wichtig, SpaceX und auch Rocket Lab und alle anderen, ohne deren Videos wir nicht an deren Erlebnisse und Erfahrungen teilhaben können. Von daher, mein Name ist Thorsten, habt immer eine Handbreit Luft unterm Hintern und wir sehen uns. Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.